In unserem nächsten Fall geht es um die Grenzen der Moral. Wie weit dürfen wir gehen beim Versuch, Menschen zu optimieren? Die Schweiz, St. Gallen, 1972. Scheinbar moderne Zeiten, auch bei den Eidgenossen im katholischen Nordosten. Auf dem Laufsteg wird viel Hautfreies gezeigt und im Kino läuft der vierte Teil des Schulmädchen-Reports. Im selben Jahr findet im Kantonsspital von St. Gallen ein Eingriff statt, der ans finsterste Mittelalter erinnert. Eine 18-Jährige wird zur Abtreibung gezwungen und während des Eingriffs sterilisiert. Von Amts wegen. Ich wusste schon, was das bedeutet, Sterilisation. Aber ich war so beschäftigt damit, dass man mir dieses Kind genommen hat, dass ich gar nicht klar denken konnte. Ich musste überleben. Man hat mir dieses Kind genommen und das war damals, als hätte man mir das Herz rausgerissen. Ein Psychiater hatte zuvor entschieden, dass, Zitat, aus eugenischen Gründen ihre Fortpflanzung verhindert werden sollte. Bernadette Gechter wird das Opfer einer medizinischen Fachrichtung, die lange Zeit auch in Deutschland fanatische Anhänger hat. Die Verhütung erbkranken Nachwuchses ist ein sittliches Gebot. Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist die Wiederherstellung eines Naturgesetzes, das wir Menschen in falscher Humanität durchbrachen. Falsche Humanität? Eugenik heißt die sogenannte Lehre von der Erbgesundheit. Das erste Gesetz zur Zwangssterilisation tritt 1907 in Kraft, in den USA. Es gilt in 30 Bundesstaaten und bald auch in vielen europäischen Ländern. Wenn man genetisch angeblich Minderwertige an der Fortpflanzung hindere, so glauben die Eugeniker, könne man nicht nur Erbkrankheiten bekämpfen, sondern auch Verwahrlosung und Kriminalität. Klassisch ist das Beispiel derjenigen, die die Erblichkeit des Kropfs behaupteten, noch lange nachdem bewiesen wurde, dass das eine Folge des Jodmangels ist. Es wurde auch behauptet, Schwachsinn sei erblich. Es wurde behauptet, Gehörlosigkeit sei erblich. Nirgends gehen die Eugeniker radikaler vor als in Hitlers Deutschland. Mindestens 300.000 Menschen werden als, Zitat, unwert eingestuft und ermordet. 350.000 werden zwangsweise unfruchtbar gemacht. Nach 1945 bleibt die Zwangssterilisation in vielen Ländern erlaubt, auch in der Schweiz. Eigentlich war die Diagnose hirnorganische Störung. Mit einer hirnorganischen Störung war man haltlos, triebhaft und ja, diese Worte gebrauchten sie. Also bitte, also wenn man einfach nur leben will wie alle anderen Jungen. Eine ungewollte Schwangerschaft wird Bernadette Gechter zum Verhängnis. Ihre Ärzte und Pflegeeltern glauben, sie sei von Kindheit an, Zitat, genetisch vorbelastet. Ich habe keinem Menschen was zuleide getan. Und wieso machen die das mit mir? Ich verstand das nicht. Ich konnte es nicht verstehen. Erst später, als ich all die Akten dann sah und die ganze Tragweite erfasste, was man auch mit meiner Mutter gemacht hat. Und ja, und ich bin unter dem Stern geboren, dass ich komme ja vom Abschaum. Und da kann ja nichts Gutes sein, oder? Schon die Mutter war als angeblich triebhafte Psychopathin zwangssterilisiert worden, nach der Geburt zweier unehelicher Kinder. Dass Bernadette Ausbildung und Schule problemlos abgeschlossen hat, spielt bei der Diagnose keine Rolle. Ja, im Nachhinein denke ich immer, warum hast du dich nicht gewehrt, warum hast du dich nicht gewehrt. Aber man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die dich da bearbeiten. Das ist so wahnsinnig als Jugendliche und bei den Leuten, die du gern hast, die dich großgezogen haben, das ist deine Familie, du kennst nichts anderes.
In Teilen der Schweiz sind solche Zwangssterilisationen bis 1985 erlaubt. Die Zahl der Betroffenen wird auf mehr als 10.000 geschätzt. Auch in den USA und in Skandinavien werden tausende Frauen und Männer unfruchtbar gemacht. Bis in die 70er Jahre. Nur wenige der Opfer wagen sich in die Öffentlichkeit. Das holte ich bis ans Lebensende ein. Heute bin ich in einem Alter, wo ich dann denke, wo ich Frauen in meinem Alter sehe. Und die haben dann Großkinder. Und die haben so Freude an diesen Großkindern. Und dann denkst du, ja, das kannst du auch nicht haben. Nichts kannst du mehr haben. Das ist so endgültig bis ans Lebensende. Unrecht, das nicht vergeht. Ein Antrag auf Entschädigung wird vom Parlament in Bern abgelehnt. Eine Rückkehr zu den brutalen Praktiken der Eugenik scheint heute ausgeschlossen. Doch der Traum von Menschen ohne Makel hat eine neue Wissenschaft entdeckt. Die Gentechnik. Das ist schon die Wiederkunft einer Vision, dass man das Leiden, die Krankheit, das Abnorme, das Monströse, dass man das besiegen und ausschalten könne. Letztlich gehört das aber zur menschlichen Wesenheit, dass nicht alle schön und gesund sind. Durch die sogenannte Präimplantationsdiagnostik können bestimmte schwere Erbkrankheiten zuverlässig bekämpft werden. Doch wie weit darf die Forschung gehen? Wer bestimmt, was gesund ist und was krank? Die moralische Grenze, das ist eine, die wir selber erzeugen, ist was völlig anderes. Vielleicht die schwierigste Grenze überhaupt. Neue Chancen, alte Risiken. Der Traum von der Optimierung des Menschen. Ein Grenzfall, der nicht nur der Wissenschaft überlassen werden darf. In unserem nächsten Fall geht es um eine der ältesten Fragen der Menschheit. Wo